Salve amici, oggi ho veramente qualcosa di speciale per voi. Vi farò vedere come vivo e il mio mondo. Andiamo. Brich mir nicht das Herz, sang Dan Harrow 1987 und die Herzen der Mädchen fingen an höher zu schlagen, wo immer er auftauchte. Die einschlägige Teenagerpresse in ganz Europa hat seither nicht mehr aufgehört, über ihn zu berichten und ihn auf Titelbildern und Poster zu verewigen. Das hatte zur Folge, dass es goldene Schallplatten regnete und dass er in Fanpost zu ertrinken droht. Io ricevo moltissime lettere, soprattutto dall'Italia, dalla Germania, dalla Svizzera, Belgio, praticamente quasi da tutta l'Europa. Ne ricevo una media di 300-400 al giorno. Ja, auch in Italien ist er ein Star. Wenn er sich in der City seiner Heimatstadt Mailand sehen lässt, wird ihm klar, dass Popularität auch Nachteile hat. Denn Fans, vor allem Mädchen, verlangen Autogramme. Da kann er sich nicht mehr frei bewegen. Sì, moltissime volte infatti cerco di girare per le strade da solo il meno possibile, cerco sempre di andare in giro con la moto o in ogni caso incappucciato o nascosto. Was würde so mancher Fan dafür geben, die Adresse dieses Häuschens zu erfahren? Hier arbeitet Dan regelmäßig mit seinem Produzenten Roberto Turati und übt neue Songs ein. Hier plant er aber auch seine Nächte. In einem winzigen Computer hat er die Telefonnummern seiner Lieblingsmädchen gespeichert. Wie ein Gourmet hat er ihnen Sterne gegeben. 5 Sterne für eine Superfrau, 1 oder 2 Sterne, wenn sie ganz okay ist. Sein Hit Bad Boy war ihm wohl doch auf den Leib geschrieben. Hat Herzensbrecher Dan Harrow eine besondere Technik, Mädchen aufzureißen? Mi presento, io sono Dan Harrow, quello che ha fatto Bad Boy e gli altri dischi. Allora loro dicono veramente, lo escono. So einfach ist das also, werde ich mir mal merken. Ich bin aber sicher, sein Aussehen hilft da auch ein wenig. Er tut viel für seinen Körper, treibt Sport, fährt Motorrad und ist Träger des schwarzen Gürtels im Judo, das er so oft es geht trainiert, um fit und hübsch zu bleiben.